Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video bzw. zu Tag 2 und Teil 2 meiner Saarland-Umrundung. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, hier ist mein komplettes Setup, so wie ich gestern Abend hier geschlafen habe. Bin ja relativ spät hier angekommen. Hier steht mein Rad. Hier auf dem schönen Feld hier habe ich geschlafen und ich werde jetzt mal gleich frühstücken und dann auch schon so schnell wie möglich alles zusammenpacken und dann geht es auch schon direkt weiter mit der Saarland-Umrundung. So Leute, mein Zelt, Isomatte, Schlafsack etc. habe ich alles abgebaut und wieder hier in den Packtaschen vom Fahrrad verstaut. Meinen Müll nehme ich natürlich auch mit. Der Platz hier wird richtig sauber hinterlassen und der Müll wird dann an der nächsten Mülltonne entsorgt. Und ansonsten stehen für mich heute 60 Kilometer auf dem Programm, denn mein heutiges Ziel ist St. Wendel. Dort findet nämlich heute das Art for Earth Treffen statt und da möchte ich auch noch hin, denn dort sind heute ganz viele Landschaftsfotografen, wo man schöne Bilder zu sehen bekommt und mit vielen tollen Menschen dort sprechen kann. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Ja, wir haben 8 Uhr und 19 Minuten, das heißt, ich bin schon 19 Minuten drüber hinaus. Ich wollte eigentlich um 8 Uhr losfahren. Ja, und von daher muss ich jetzt ordentlich draufhalten, dass ich hier noch ein paar Kilometer ballern kann und dann heute auch früh genug auf dem Treffen da bin. Denn ich glaube, das Ganze fängt heute Mittag schon um 2 Uhr an. Von daher muss ich jetzt ordentlich Gas geben. Es tut richtig gut. Heute Morgen hier in so einer schönen frischen und kühlen Luft auf so einem gut ausgebauten Radweg hier entlang zu fahren. Die kann ich jetzt direkt zu Beginn schön ein paar Meter machen. Dann bin ich mal gespannt, um wie viel Uhr ich dann heute Mittag auf dem Treffen ankomme. Leute, habt ihr das gerade gesehen hier am Wegesrand? Hier rechts von mir eine schöne kleine Schutzhütte. Unglaublich. Da hätte ich die Nacht auch schön drin verbringen können. Dann hätte ich mein Zelt nicht aufbauen müssen. Ah, so ein Mist. So Leute, inzwischen war ich noch einmal hier kaufen. Ich werde jetzt hier noch einmal mein Wasser in den Flaschen nachfüllen. Dann werde ich hier noch so ein Boost C Immune Water trinken und hier auch noch ein Pickup essen und dann geht es endlich richtig los hier. Bin richtig spät dran, es werden einige Kilometer gemacht. Ja, kleiner Zwischenstand, vielleicht hört ihr es im Hintergrund, die Kirchenglocken läuten. Wir haben 11 Uhr
Ja, ich habe die 30 Kilometer für heute geknackt. Das bedeutet für mein Tagesziel, es liegen nochmal circa knappe 30 Kilometer vor mir. Und dann dürfte ich beim Art for Earth Treffen angekommen sein. Und ich hoffe, ich kann dort ja gleich duschen gehen. Weil vorher, glaube ich, brauche ich mich auch mit überhaupt keinem dort zu unterhalten. Ich stinke, das ist unnormal. Aber ich bin auch völlig durchgeschwitzt, das ist unglaublich. Und ja, Power habe ich auch keine mehr. Ich bin völlig platt. Bin froh, wenn ich diese 30 Kilometer jetzt noch hinter mich bringe. Ich glaube, ich könnte keinen Meter weiterfahren. Ja, ich ruhe mich jetzt noch kurz aus, trinke was und dann geht es direkt weiter. Ja, hier geht es auch wieder schön lange bergauf. So Leute, mein heutiges Etappenziel liegt ja in St. Wendel auf dem Art for Earth-Treffen. Ich bin jetzt noch ca. 25 Kilometer davon entfernt. Einer der Veranstalter, der Christian Müttertis, hat mir dort eine schöne Dusche versprochen. Und ich hoffe, die kann er heute auch einhalten, denn ich bin völlig im Eimer und ich brauche sofort eine Dusche, wenn ich da ankomme. Ja, außerdem ist der Christian ein super toller Landschaftsfotograf, der auch unter anderem Kurse alles anbietet. Werde ich euch mal hier alles unter dem Video hier verlinken. Wenn ihr gerne mal einen Landschaftsfotografie-Kurs machen möchtet, dann meldet euch gerne hier unten bei dem Christian Müttertis. Ja, und ich schwinge jetzt hier meinen Allerwertesten wieder aufs Rad drauf und werde versuchen, die restlichen 25 Kilometer hier bis zum Treffen abzuspulen. So, das war ja mal eine geile Abfahrt. Leider kommt jetzt auch hier schon wieder der nächste Berg. Aber die Abfahrt, die hat mich jetzt ein bisschen motiviert. Die hat mir wieder Kraft gegeben. Bin ich richtig gut vorangekommen jetzt. Ja, absolut geil. Da kann man auch wieder ein paar Höhenmeter hier machen. So, jetzt müssen wir hier noch über einen Golfplatz drüber. Da hinten steht auch extra ein Schild. Ein Warnschild, fliegende Golfbälle. Das habe ich auch noch nie gemacht. Mit dem Fahrrad über einen Golfplatz. So, dann fahren wir hier jetzt mal mit dem Rad über den Golfplatz drüber. Es war ja klar, dass hier kurz vorm Ziel ein steiler Anstieg kommen muss. Wie soll es auch anders sein? Ja, das Treffen soll halt hier
in so einem Industriegebiet stattfinden. Und das sieht doch mal ganz danach aus. Hey. Hör auf. Hör auf. Hey. Los, auf. Hallo. Hey. Und, alles klar. Ja. Jetzt, wo ich hier bin, auch, ey. Mein lieber Mann. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja. Hey. Hey. Hast du gut die Dusche? So Leute, ich bin jetzt angekommen hier auf dem Treffen. Ich habe eben noch mit ein paar Leuten gesprochen und ein paar Leute begrüßt. Und ja, gleich geht es hier auch schon richtig los mit dem Treffen. Und der Christian hat mir nicht zu viel versprochen. Schaut euch mal hier die Dusche an. Oh, da freue ich mich jetzt richtig drauf, hier einmal zu duschen. Ja, nach 2 Tagen draußen Radfahren, ja, habe ich das absolut nötig. Ich bin völlig durch und jetzt erstmal eine Runde duschen hier. So, ich bin jetzt frisch geduscht und jetzt kann es losgehen mit dem Art for Earth-Treffen. Bin gespannt, was heute noch alles passiert, ja, mit wem ich mich alles unterhalten werde und ja, freue mich einfach auf dieses Treffen hier. Ja, sind wir das erste Mal hier in der neuen Halle. Da hinten in der Ecke, da sind die Getränke, auch das Buffet ist dort. Auf keinen Fall nach vorne, das ist für mich immer die Steilvorlage, Roller nach vorne zu holen. Also, die 2 Jungs da haben was für dich. Vielen, vielen Dank, dass wir hierher dürfen. Das eine ist für Micha, das andere ist für dich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier so eine Halle einfach mal so nutzen dürfen. Absolut super und vielen, vielen Dank an Roller, dass wir das hier so machen dürfen. Ganz einfach. Genau, mir bleibt jetzt nur die Aufgabe, die Intro-Show anzukündigen. Danke nochmal, dass ihr mir die Bilder oder uns die Bilder geschickt habt, zur Verfügung gestellt habt, damit wir damit was basteln können. Ja, das ist es von mir und jetzt die Intro-Show. Die machen wir heute Abend nochmal vor oder nach dem Vorfing Weichenegg. Aber viel Spaß. So meine Freunde, inzwischen haben wir 1:30 nachts. Ja, von daher wird es jetzt höchste Zeit, dass ich jetzt gleich hier schlafe. Ich habe mir hier ein kleines Lager aufgebaut und ja, war ein sehr, sehr schöner und langer Tag hier auf dem Art for Earth-Treffen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sich hier mit verschiedenen Leuten heute wieder zu unterhalten und war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch mit den ganzen Fotovorträgen und mit der AV-Show war absolut mega. Und ja, wie eben schon erwähnt, jetzt wird es für mich Zeit, hier schlafen zu gehen, denn morgen an Tag 3 meiner Saarlandumrundung stehen ja hier auch wieder 100 Kilometer an, die ich morgen mit dem Rad zurücklegen muss. Und von daher muss ich jetzt unbedingt schlafen. Ich würde jetzt auch gerne noch länger wach bleiben und mich weiterhin mit ein paar Leuten unterhalten, aber das ist leider nicht möglich. Ich muss jetzt schlafen, damit ich morgen dann wieder fit bin. Ja, und wenn euch hier der Teil 2 vom Tag 2 meiner Saarlandumrundung gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch, abonniert noch hier unten meinen Kanal und wir sehen uns dann im Teil 3 meiner Saarlandumrundung. Also Leute, macht's gut und bis dann. Ciao.